Mein Name ist Eugen Daub. Ich komme aus Deutschland, lebe 25 Jahre schon in Spanien und ich male seit 1969. Ich war hier in diesem Krankenhaus Patient, bin sehr gut behandelt worden mit einem Herzschrittmacher, hervorragende Ärzte. Ich glaube, dass die spanischen Ärzte zu den besten in Europa zählen. Die Behandlung, der Service in diesem Krankenhaus ist wunderbar, einmalig. Ganz freundliche Pflegekräfte neben der unglaublichen Perfektion des medizinischen Personals. Und ich habe mich sehr gut gefühlt hier von der ganzen Behandlung, von der Bereitschaft, von der Freundlichkeit, von der Herzlichkeit der Menschen in diesem Krankenhaus. Meine Frau wurde schwer krank im Jahre 2008. Sie hat zuerst ihre Krankheit verschwiegen. Und das war sehr schwierig, diese Krankheit, und zwar Brustkrebs, zu heilen. Sie war 3 Jahre mit mir sehr oft hier bei dem großen Onkologen Dr. Brugarolas. Und wir hatten sehr viele Behandlungen. Die haben die Ärzte ihr immer geholfen. Und dann hat sie schließlich, haben wir den Kampf nicht mehr gewonnen. Aber immerhin konnten wir noch 3 Jahre leben. Mit viel Hoffnungen und guten Freunden hier im Krankenhaus. Ich habe diesem Krankenhaus zum Dank Bilder geschenkt und die sind immer noch hier. Und da war eine Vernissage und ich glaube, dass meine optimistischen Bilder weiterhin sehr viele Leute ansprechen. Fue un paciente estupendo, la verdad es que desde el principio asumió lo que tenía y todo lo que le dijimos que había que hacer le pareció bien y afortunadamente todo fue correcto y mira, aquí lo tenemos, lo hemos dejado preparado para que siga pintando igual de bien que lo hace.